Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Rückgabewerte von irgendwelchen Methoden. Oder Funktionen, um genau zu sein, denn Methoden kommen erst später. Gut, was wir hier haben, ist genau das von letztem Mal, nämlich eine Funktion und die wird hier aufgerufen. Jetzt, was möchten wir denn machen, wenn wir hier zum Beispiel let mood y stehen haben und wir wollen dieses y jetzt einem Rückgabewert von dieser Methode zuweisen. Das bedeutet, hier kommt irgendein Wert zurück. Und ja, welcher Wert das ist, das können wir uns hier drin komplett selbst aussuchen. Wir können ihn frei errechnen, wir können irgendwas zurückgeben. Völlig egal, aber dann macht der Name PrintMe nicht unbedingt mehr Sinn. Gib zurück oder sowas. Zurück. So. So, und diese Methode soll jetzt irgendwas zurückgeben. Das heißt, wir bekommen, wenn wir diese Funktion aufrufen, irgendwas zurück, sowas wie dieses 1337, das hier ist irgendein Wert und der wird jetzt von dieser Methode berechnet. Das heißt, wir berechnen hier drin irgendwas wie zum Beispiel a plus b plus c. Doch wie geben wir das zurück? Naja, wir sagen einfach a plus b plus c. So, aber jetzt haben wir das noch nicht zurückgegeben. Jetzt gibt unsere Funktion immer noch nichts zurück, weil das hier ist einfach irgendeine Berechnung, die wird halt nicht ausgegeben, die wird einfach nur durchgeführt und dann wird sie wieder vergessen. Nicht so cool. Deswegen sagen wir hier, okay, wir wollen eine Variable zurückgeben und zwar eine Variable vom Typ i32, denn wir wissen ja, unser y ist ein Integer, also eine Ganzzahl und hat den Typ i32, weil 32-Bit und so. Genau. Okay. Und um das alles bewerkstelligen zu können, müssen wir hier eben hinschreiben, es gibt mir was zurück, deswegen dieser Pfeil. Und dieses Etwas, was es mir zurückgibt, ist vom Typ i32. So, und jetzt wird einfach hier das Letzte, was hier noch steht, wird zurückgegeben. Genau. Achtung, wenn ich hier ein Semikolon hinmache, dann funktioniert das nicht mehr so richtig. Also für die, die schon programmiert haben, hier haben wir tatsächlich ein Bildproblem. Und zwar geben wir keinen Wert zurück durch dieses Semikolon hier. Dieses Semikolon verhindert, dass wir irgendwas zurückgeben. Wenn ich jetzt das Semikolon wegmache, so wie es bei einem Rückgabewert sein muss, kriege ich keinen Error mehr und das hier wird ohne Semikolon als Rückgabewert angesehen. Und ich weiß jetzt, dass mein Y dieses neue A plus B plus C ist. So, und jetzt kann ich das einfach mal ausgeben. Zum Beispiel println Ausrufezeichen. Und unsere Klammern und dann Y. So, und jetzt wollen wir uns mal angucken, was dabei rauskommt, wenn ich das Ganze hier jetzt ausgebe. So, 1382, also 1382. Für die, die rechnen können, 42 plus 3 plus 1337 ist tatsächlich 1382. Und ja, wir haben hier also einen Wert erstmal hier berechnen lassen. Wir haben erstmal drei Werte hier reingesteckt, nämlich x, also diese 42. Dann haben wir die 3 reingesteckt und wir haben sogar noch diese 1337 reingesteckt. Die werden übrigens nachher überschrieben. Und dann haben wir hier gesagt, okay, unsere Funktion, die wir hier aufgerufen haben, gibt uns einen Wert zurück, der hier drin berechnet wird. Und dieser Wert, der zurückgegeben wird, hat den Typ i32. Achtung zum Zurückgeben, wichtig, dass wir kein Semikolon hinschreiben dürfen. Falls es euch lieber ist, könnt ihr auch ein Return hinschreiben. Diese Return Statements nennen sich einfach Return, ist auch ein Schlüsselwort, das wird blau gedruckt hier. Und da könnt ihr dann auch wieder das Semikolon hinschreiben, das macht dann genau dasselbe. Wenn ich das jetzt bilde und ausführe, dann kommt auch 1382 raus. Das heißt, Return für die Leute, die von Java oder C oder C++ irgendwo herkommen. Return ist sozusagen immer noch vorhanden. Ihr könnt es auch benutzen, aber ihr müsst es nicht mehr machen. Ihr könnt auch einfach A plus B plus C hinschreiben. Gut. Aber Achtung, dieses A plus B plus oder dieses Return hier, wenn ich jetzt noch hier unten irgendwas mache, wie zum Beispiel println und dann Hallo Welt, keine Ahnung, kann irgendwas sein. Also alles, was unter dem Return steht, wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt, ich baue oder bilde und jetzt haben wir hier zuerst einmal ein Mismatch-Type, logischerweise, weil ich das Semikolon nicht geschrieben habe. Genau. Aber wenn wir hier bilden, dann sehen wir, es ist einfach, es passiert nichts, weil wir hier unten niemals hingelangen könnten. Und deswegen kriegen wir diesen netten Error, Illegal Characters in Path, weil wir hier innerhalb
oder unter unserem Return noch irgendwas machen wollen. Und da sagt uns Rust gleich mal wieder, du, das kann nicht sein, das muss ein Fehler von dir sein, mach das bitte weg. Ja, wenn ihr irgendwie dieses Return mal nur zum Testen oder sowas einführt, dann braucht ihr vielleicht einen Kommentar, das macht ihr mit zwei Schrägstrichen. Das wird dann einfach völlig ignoriert. Weiß ich nicht genau, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber ist nicht so wichtig. Das ist sozusagen, da könnt ihr irgendwas hinschreiben, da könnt ihr auch schreiben, sowas hier. Und das Programm kompiliert trotzdem. Wie gesagt, das wird einfach völlig ignoriert hier unten und alles ist gut. Okay, also so funktioniert Return. Und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr diese Schreibweise hier bevorzugt. Ups, die hier, ohne ein Return und ohne Semikolon hinten dran. Das ist dann für die Expression-Sprachler unter euch. Oder ob ihr lieber dann diese Return-Angelegenheit bevorzugt. Ich mag die Return-Sache lieber, weil ich aus Java und so weiter komme. Aber das ist wirklich Geschmackssache, ihr könnt beides benutzen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.